Am 28. Spieltag der Oberliga Westfalen trafen sich die zweite Mannschaft des SC Paderborn und die SG Wattenscheid 09 zum Spitzenspiel. Es ist das Duell Zweiter gegen Dritter, während Wattenscheid im Jahr 2022 noch ungeschlagen ist, sind die Paderborner gar schon seit 7 Partien unbesiegt. Beide Mannschaften schnuppern am Aufstieg zur Regionalliga und dementsprechend ging man doch mit offensiven Erwartungen in diese Partie. Doch offensiv wurde es zunächst nicht, denn nach nicht mal 10 Minuten verletzt sich Wattenscheids Kapitän Marvin Schurig bei dieser Aktion am Oberschenkel. Für ihn geht es hier schon nicht mehr weiter. Er wird dann in der 9. Minute durch Tim Kaminski ersetzt. Und dann die erste Torannäherung für die jungen Paderborner. Freistoß durch Henkel und in der Mitte ist es Donner, der zum Kopfball kommt. Jedoch fehlt der Mannschaft von Trainer Thomas Bertels hier noch die Präzision. Und nach einer guten halben Stunde liegt der eingewechselte Tim Kaminski am Boden. Auch er hat sich am Oberschenkel verletzt und auch für ihn geht es hier nicht weiter und Wattenscheid muss hier schon in der ersten Halbzeit zum zweiten Mal verletzungsbedingt wechseln. Nils Hönnecke kommt dafür in die Partie. Und dann stürmt Paderborns Wagner auf das Tor zu. Jesi Lova mit hartem Körpereinsatz. Doch Schiedsrichter Dreger meint, das war nicht genug für einen Elfmeter. Wenig später Wagner erneut mit der Möglichkeit. Jedoch verhindert Stolt den Einschlag. Pause. Dann in diesem Spiel die Mannschaft von YouTuber Casalino und Trainer Britschow noch ohne offensive Durchschlagskraft. Die Paderborner könnten bis auf die Chancenwertung schon mal zufrieden sein. Doch im zweiten Durchgang kam dann Wattenscheid. Hönnecke setzt sich hier auf rechts durch. Ist an der Grundlinie, Pass in die Mitte, Casalino verpasst und dann ist es Lukas, der jedoch weit daneben zieht. Doch Wattenscheid taut jetzt auf. Hönnecke diesmal über links, dann ist es wieder Lukas, der chippt den Ball zu Felix Casalino. Und Glanzparade von Paderborns Schulze, Felix Casalino vom millionenstarken YouTube-Kanal Free Kickers. Wattenscheid mit dem besseren Start in die zweite Halbzeit. Jesi Lova versucht es da direkt, auch der geht jedoch am Tor vorbei. Und dann erstmals Paderborn im zweiten Durchgang. Elfausi ist es, über links. Und sein Pass in der Mitte findet jedoch keine Anspielstation. Da sind sich die beiden, Wagner und Chachobo, uneinig. Doch dann Chachobo mit Übersicht und Elfausi mit dem Treffer 1:0 für Paderborns zweite Mannschaft in der 58. Spielminute. Chachobo mit wunderbarer Übersicht und am langen Pfosten haben sie Elfausi aus den Augen verloren in Wattenscheids Defensive und er trifft hier zum 1:0. Gute Freistoßposition von Kapitän Henkel. Kein Problem für Stolt im Wattenscheider Tor. Doch das Tor gab Paderborn Rückenwind. Pululu mit dem Freistoß, dann der Ball eigentlich ungefährlich. Doch Wagner trifft. Dem ist es egal. 2:0, nur 10 Minuten nach der Führung. Paderborn erhöht. Die Verlängerung von Donner eigentlich nicht optimal für Wladimir Wagner, der jedoch aus der Drehung mit dem Rücken zum Tor den Ball im langen Eck einschweißen kann. Und was macht Wattenscheid? Die kombinieren sich nochmal. Hier sehenswert vor das gegnerische Tor. Doch Jesi Lovas Direktabnahme auch hier zu unpräzise. Dann Wechsel bei Paderborn. Florian Wendt ersetzt den Kapitän Henkel, der mit einigen Freistößen auf sich aufmerksam machte. Und der SCP drängte auf das dritte Tor. Hululu im Zusammenspiel mit Chachobo. Doch der verzieht hier deutlich. Dann ziehen auch die Gäste aus Wattenscheid nochmal die Option Doppelwechsel für eine mögliche Schlussoffensive. Und Donner hat den Arm hier draußen gehabt, deswegen gibt es Freistoß und die ist gar nicht schlecht, die Position. Doch der Freistoß von Hönnecke, er ist so ungefährlich. So wird das nichts mit einem Anschlusstor. Doch sie kämpften bis zum Schluss.
Weiter Einwurf, rausgeköpft. Und dann geht's ganz schnell über den eingewechselten Florian Wendt. Wunderbarer Steilpass mit dem Außenriss. Raus zu Pululu. Paderborn überfallartig in Überzahl nach vorne. Pululu setzt sich durch. Ist an der Grundlinie. Passt nicht optimal, aber Elfausi ist zur Stelle. Schnürt den Doppelpack. 3:0. 83. Minute. Die Entscheidung in dieser Partie. Mustergültiger Konter, wo der eingewechselte Wendt mit seinem Pass nach außen enormen Einfluss drauf hatte. Und am Ende setzt sich Paderborn verdient aufgrund der großen Effektivität durch. Dass es so deutlich wird, war in diesem Spitzenduell im Vorfeld natürlich nicht zu erwarten. Die mitgereisten Fans der SG Wattenscheid 09 unterstützen ihre Mannschaft trotzdem über 90 Minuten. Klasse! Die Stimmen zum Spiel hat Tobias Hettjens eingefangen. Ich persönlich bin erstmal sehr zufrieden mit unserer Leistung. Ja, ich glaube, ist dann am Ende auch ein verdienter Sieg. Ja, was Wattenscheid dann für eine Qualität hat, hat man, glaube ich, dann zum Anfang der zweiten Halbzeit gesehen. Ja, da hatten sie zwei, drei gute Chancen. Da müssen wir uns auch bei Mo Schulze bedanken, dass wir nicht in Rückstand geraten. Aber ich glaube, über die gesamten 90 Minuten sind wir ein verdienter Sieger. Ja, erstmal bin ich sehr dankbar dafür, dass uns Selbrück diese Möglichkeiten hier gibt. Ja, das muss ich sagen. Klar, hat es mich jetzt ein bisschen überrascht, dass noch ein paar Gänseblümchen drauf sind. Aber du, nach dem 3:0 habe ich da jetzt doch dann nichts zu bemängeln. Ja, das Fazit, Sieg für Paderborn, wurde in der Phase eingestiehlt, in der wir das Spiel gerade in den Griff bekommen haben. Die erste Halbzeit ging ganz klar an Paderborn. In der zweiten Halbzeit ging die erste Viertelstunde, denke ich, definitiv an uns. Das waren dann auch die ersten Chancen aus dem Spiel heraus überhaupt in dieser Begegnung. Und da ist es dann doppelt schade, dass genau in diese Phase das 1:0 für Paderborn fällt. Aber genau das ist eben das, was diese Mannschaft ausmacht. Sie sind vorne und hinten wirklich gut besetzt, haben einen guten Plan, haben eine gute Dynamik. Und ja, da kann man nur zum Sieg gratulieren.